Na, wenn das nicht mein Lied. Komm mit Miss Turcon ins Geschäft. Verbesserungen sind unterwegs. Keine offenen Zellen. Heute geschlossen! In Gedenken an unsere lieben verschiedenen
Ich muss noch ein paar Lombax-Lorbs finden. Was Rivet wohl macht? Der Imperator war schlimm genug, aber jetzt mit dem Dimensionator. Wir verlieren deine Freunde nicht. Also, wenn Ratchet mein Alternativ-Dimensions-Ich ist und Clank dein Alternativ-Dimensions-Ich, sollten wir uns dann auch zusammentun? Sie wirken glücklich zusammen. Ja, ich bin wohl bloß ans Alleinsein gewöhnt. Ich auch. Also ist das wohl nur vorübergehend. Das Kämpfen wirklich nötig? Könnten wir nicht bei einer Limonade darüber reden? Nein! Der Imperator hasst Limonade. Sauer mit süß gehört verboten. Ich bin die Typen leid. Niemand legt sich mit den Mords an. Der Imperator ist echt so fies. Noch gefährlicher.
passiert. Deine Freunde sind sicher. Oh, Rivet. Jetzt musstest du uns wieder retten. Wir haben's versucht. Haben den Suchfüßler repariert und alles. Aber eines dieser Dimensionsdingsbumse hindert ihn daran zu starten. Erstens, nichts davon war eure Schuld. Zweitens, überlasst das Dingsbums uns. Hoch damit! Apropos, sagt Hallo zu Kit. Hallo, Kit. Jede Freundin von Rivet ist auch unsere Freundin. Hallo? Das ist Maynard, der Helferbot der Mords. Er bringt uns zum Suchfüßler. Die Mords abgesehen. Er löscht alles Leben auf dem Planeten aus. Komm, wir müssen Maynard weiterfolgen. Wieso sollte ich im Kampf Energie verschwenden? Du und deine Rebellenfreunde werdet... Ja, lach ruhig. Mal sehen, was du sagst, wenn wir den Suchfüßler befreien. Aus der Ferne Angst zu schüren, ist ein beliebtes Mittel bei Unterdrückern. Habe ich bei meinen Studien oft gesehen. Wäre er hier, könnte ich ihm meinen Hammer ins Gesicht schleudern. Ich sehe mir die Hammerkurbel an. Wir müssen weiter dranbleiben. Yeah.
war der letzte davon. Folgen wir Maynard weiter zu den Suchfüßlern. So viele Schiffe. Der Imperator ist sehr gründlich. Alles wird gut. Wenn wir den Suchfüßler befreien, wendet sich der Kampf zu unseren Gunsten. Sicher. Wenn ich vorsichtig bin, kann ich mir einen Weg bahnen. Zeitfest, ohne einen Snack. Ich brauche Protein.
Meine Raketen werden dich lehren. Bei mir war da. Das ist ganz genau wie. Ich gedacht hab. Kit? Kit, es geht dir gut. Das ist eine Elektrokugel. Du erinnerst dich an deine Ausbildung. Was ist mit Clank? Er ist mit Ratchet unterwegs nach Adolis. Ihr kennt euch? Er hat mir bei den Dimensionsanomalien geholfen. Oh, das erklärt, wieso sich alles so vertraut anfühlt. Tut es das? Faszinierend. Eine Art dimensionales Déjà-vu. Möchtest du helfen? Absolut.
Sieht der Drenagisierer für dich ausgeschaltet aus? Vielleicht braucht er etwas Saft. Das sollte die Stimmung heben. Faszinierend. Der Drenagisierer hat die Dimensionsenergie in Aktion verwandelt. Und die Dimensionskatastrophe hat sich offenbar noch schneller verstärkt. Und? Was hältst du von Clank? Oh, er ist talentiert, einfallsreich, sehr glänzend. Stimmt. Ich verstehe, warum er dein Gegenstück ist. Was bedeutet das? Es ist ein Kompliment, Kid. An euch beide. Was hältst du von Clank? Wir haben kaum geredet, aber... Ich bin froh, dass mein Gegenstück ein guter Kerl ist. Warst du deswegen besorgt? Diese Sorge ist auch berechtigt. Finde ich nicht. Du bist gut. Nein, großartig. Also ist er das natürlich auch. Energisierer könnte etwas Energie gebrauchen. Drenagisierer könnte etwas Energie gebrauchen.
Energisierer könnte etwas Energie gebrauchen. Energisierer könnte etwas Energie gebrauchen. Im Archiv katalogisiert zu werden. Also, wenn Clank zu Ratchet gehört, heißt das, du gehörst zu Rivet? Wieso? Du meinst, das hier ist Schicksal? Ich weiß nicht. Mit Ratchet habe ich gut zusammengearbeitet. Aber ich hatte immer Angst, ihn zu enttäuschen. Das habe ich mit Rivet auch, aber es fühlt sich an, als würden wir uns schon kennen. Tja, Schicksal oder nicht. Ich hoffe, Rivet erkennt, wie viel Glück sie mit dir hat. Schwerelosigkeit frei zur Verfügung. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Der Drehenergisierer könnte etwas Energie gebrauchen. Du weißt, dass du es besser gemacht hast, als ich es an deiner Stelle gekonnt hätte, oder? Was? Du bist ins Unbekannte gegangen. Ohne Rettungsleine. Du hast das getan, was du niemals tun wolltest. Und du warst erfolgreich. Das hätte ich niemals geschafft. Aber das tust du doch. Du springst für dein... In dem Fall. Wir rocken! Wir rocken! Stolz auf dich. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Gary. Ach, vielen Dank, Kid. Jetzt zeigen wir den Fieslingen, mit wem sie sich angelegt haben. Auf geht's! Gute Arbeit. Hm.
Lust, das hochzujagen? Ich lasse mich überreden. Nicht gerade der direkte Weg zum Schlachtkreuzer, aber der Schleuderschuss bringt uns näher ran. Sag Bescheid, wenn du etwas findest, das dir gefällt. Ich bin schon gespannt, wie weit du kommst. Das wirst du bald herausfinden. Hier komme ich! Der Lombard steht auf dem Kreuzer! Hab leider... keine Einladung! Uns, Rivet. Wir lenken sie mit unserem fiesen Zugfüßler ab. Ihr schafft das. Wir kümmern uns um die Schlachtkreuzer. Okay, so langsam habe ich es raus. Das liegt wie ein Traum, Trudy. Ja, danke, dass du uns nicht abwirfst. Die Generatoren an Deck der Kreuzer dürften kein... Die Generatoren an Deck der Kreuzer dürften kein Problem für Trudy sein. Nimm das und das, aber vergiss bloß das nicht, klar? Okay, so langsam habe ich's raus. Das ist ein Traum, Trudy. Ja, danke, dass du uns nicht abwirfst.
Zerstören, indem wir die Generatoren auf Deck hochjagen. Wenn wir unter das Verdeck des Kreuzers fliegen, kann Trudy frei auf den Generator schießen. Mit einer davon klarkommen. Unwahrscheinlicher Sieg in letzter Minute und du bist von der Liste gestrichen. In Sodom-Gefängnis mit dir. Ach, pfeif auf Tradition. Peppen wir die Sache auf. Wir sind offenbar in einer Dimensionsfalte. Zum Glück ist dem allwissenden Imperator nicht klar, dass ich weiß, wie man hier wieder rauskommt. Nein, zu weit. Kommt schon, Spalten, helft mir doch mal. Ihr beide habt wohl eine Vorgeschichte. Tja, ja, könnte man sagen.
Ich habe lange um unsere Galaxie gekämpft. Verlor Freunde, meinen Arm. Das war der Imperator? Nein, nicht so ganz. Das war bei einer Mission. Ich hatte einen Geheimgang in seinem Turm entdeckt. Und wollte mich reinschleichen. Allein. Die Tür war direkt vor mir. Dass da noch ein Kampfbot war, habe ich nicht bemerkt. Ich wollte wegrennen. Ich war nicht schnell genug. Plötzlich stoppte er. Ich entkam, bevor es zu spät war. Aber ich habe mir diesen coolen Arm gebaut. Ist also okay. Rivet. Ich... Schon gut. Hey, da! Ein Ausgang! Sieh doch mal! Hey, Ratchet! Sargasso ist unversehrt. Also, größtenteils. Was hast du? Wir haben von Quantum eine Wanze bekommen. Rate mal, wer den Imperator abhören kann. Treffen wir uns bei Zokis. Vielleicht sind wir ihnen endlich voraus. Ich wette beides. Ich lass dich nur ungern gehen.